Herzlich willkommen zu einem weiteren Video in der Gannikus Education. Und in diesem Video dreht es sich um alles rund um Grip, Strength, Equipment, Fat Grips. Warum, wieso, weshalb? Hey und willkommen zurück. Ich bin Fritz von Berlin Barbell. Und in der Gannikus Education dreht es sich darum, neue Trainingsinhalte zu bekommen, um erfolgreicher oder schmerzfrei zu trainieren. Welche Tools brauchst du wofür in deinem Training? Welches Ziel kannst du dir mit welchem Tool vielleicht einfacher machen zu erreichen? Und was brauchst du vielleicht auch nicht und zählt eher unter Kategorie Geldverschwendung und Sperrmüll? Genau das machen wir in der Gannikus Education. Und heute reden wir über Griffkrafttrainings-Equipment, wie die allerseits popular gemachten Fat Grips. Wir starten in das Thema Griffkraft, Grifftraining und Griffkraftassistenz-Equipment und Übungen mit einer kleinen Aussicht, was es denn gibt im Bereich Griffkraft. Wir kennen natürlich Fat Grips zum Verwenden im Muskelaufbautraining, zum schwerer machen einer Übung, indem wir eine größere Dominanz in der Belastung auf den Griff geben und es somit für uns schwerer wird, entweder beim Bizeptraining den Arm zu beugen oder auch Dinge hochzuheben. Dann gibt es beispielsweise das Implementieren von diesem Griffkraftbedarfs in andere Sportarten. Es gibt beispielsweise Griffkraft als richtigen Sport, indem es darum geht, entweder komische, schwere Dinge in verschiedenen Art und Weisen einmal so schwer wie möglich hochzuheben. Man kann hier was ranhängen oder so lang wie möglich zu halten. Oder dann gibt es genauso den gleichen Übertrag von Griffkraft und Unterarm-, Handgelenks-beugenden Bewegungen für Sportarten wie das Armwrestling, auch populär geworden durch ein paar Bodybuilder, die dachten, ich habe so eine Kanone, dann kann ich damit auch Armwresteln. Und natürlich auch für andere Sportarten wie Strongman, Crossfit und olympisches Gewichtheben und Powerlifting, wo natürlich etwas Festhalten mindestens genauso wichtig ist wie im, ich sag jetzt mal, fern vom reinen Kraftsport, Muskelaufbautraining. Und in diesem Video fangen wir jetzt erstmal an mit: Worauf müssen wir uns konzentrieren? Was haben wir so an Inhalten und was wenden wir wie am besten an für welches Trainingsziel? Beginnen wir also hinter der Theorie des bekanntesten Tools, das es so gibt, und zwar die Fat Grips. Ich glaube, in meiner Erinnerung wurden die Dinger richtig bekannt durch einen viermal Mr. Olympia, Jay Cutler. Ne? Das muss ich hoffentlich nicht weiter ausführen auf diesem Kanal hier in der Gannikus Education. Und die Idee bei seinem Training dahinter war, dass er gerne durch den erhöhten Gripanteil in einem Armtraining das Überbelasten der Unterarme, gerade der Anteil, der auch übers Ellbogengelenk hinausging, überlasten wollte, damit er, dadurch, dass das hier quasi schon mehr vorbelastet war, seinen Bizeps im Training besser spürt und im Zweifel natürlich dann auch noch mehr belastet, wenn der Teil der Hand oder der Handbeuger, die auch über das Ellbogengelenk hinausgehen, hier noch mehr belastet werden, muss natürlich in der Ellbeugung, der Fingerbeuger hat dafür weniger Performance übrig, muss der Bizep noch mehr machen und ich glaube, dadurch wurden Fat Grips erstmal so richtig bekannt, relevant und auch interessant. Das heißt, man kann mit einem Tool, wie zum Beispiel den Fat Grips, auch sagen, ich möchte meine Hand, also meinen Finger schließen, das Fingerbeugen oder das Handgelenksbeugen hier durch einen größeren Griff mehr belasten, um ja entweder hier eine Maximalkraftanpassung, Kraftausdaueranpassung zu erreichen oder auch, wie jetzt gerade so beim Oberarmtraining beispielsweise, einfach einen schwächeren Teil oder einen Teil, der weniger an dem Greifen beteiligt ist, mehr zu spüren. Und gerade so im Muskelaufbautraining ist ja ganz geil, wenn man bei Curls auch merkt, dass vor allem es ganz genau hier zu spüren ist. Im Endeffekt machen wir es auch so ein bisschen. Kommen wir zu den Einsatzmöglichkeiten und Hintergründen der verschiedenen Griffkrafttrainings und Sportarten. Punkt Nummer 1, der wichtig sein kann: Wie stark ist deine Griffmaximalkraft? Also, wie viel von irgendeinem Objekt kannst du einmal für eine Wiederholung festhalten und hochheben? Desto höher deine Griffkraft-Maximalkraft ist,
desto einfacher ist es für dich, eine relativ hohe prozentmäßig Griffkraftausdauer aufzubauen. Genauso wie in allen anderen Übungen auch. Kniebeugen, Kreuzheben etc. Faktor Nummer 2 ist dann die Griffkraftausdauer. Ganz besonders, gerade im Muskelaufbautraining und im Krafttraining, ist es schon wichtig, dass deine Griffkraft in deinem Training nicht zu einem limitierenden Faktor wird. Das heißt, wenn du jetzt ein Rückentraining hast und du hast das Problem, dass du das Gewicht nicht mehr stabilisieren und halten kannst, greifen viele immer zurück auf Zughilfen. Das Thema mit Zughilfen statt Griffkraft ist immer, wenn du Zughilfen benutzt, verändert sich deine Art und Weise, wie du die Hantel oder auch den Griff gerade im Rückentraining festhältst. Und wenn du mehr Druck auf die Handfläche gibst durch richtiges Festhalten, werden mehr Muskelfasern angesprochen, einfach weil du mehr Druckrezeptoren der Haut und der Hand benutzt. Und wenn du hier mehr Impact hast, kommt hier übers Nervensystem auch mehr Impact raus. Deshalb ist es immer besser, ein Gewicht mit der Hand festzuhalten, in der Theorie als beispielsweise mit Zughilfen. Und ja, ich weiß, wenn man jetzt ultra viele Wiederholungen macht, dann kann es schon mal sein, dass das nachlässt. Aber in der Theorie wäre es besser, wenn du es immer selber festhalten kannst. Dritte Einsatzmöglichkeit von Grip Equipment liegt auch irgendwo in dem Schmerzfix-Bereich. Wenn man Handgelenks-, Hand-, Ellbogen- und Schulterprobleme hat, kann es ein probates Tool sein, an seiner Griffkraft und an seiner Grifffähigkeit zu arbeiten. Also ganz besonders, wie kann man mit einem anderen Griff das Handgelenk, die Hände beugen und den Ellbogen beugen, weil man oft, wenn man das noch nie gemacht hat, anfängt mit einem dickeren Griff mehr Muskulatur anzusteuern und zu nutzen und erfahrungsgemäß sich sehr viele Schmerzthematiken durchaus verändern, wenn man die Grifffähigkeiten ins Positive verändert. Nur mal so, damit wir es gehört haben, wir beschäftigen uns jetzt primär um den Maximalkraft- und Kraftausdauerbereich, denn der ist tatsächlich für, ich sag mal, mehr Muskelmasse, mehr Performance und mehr Optik der wichtige. Kommen wir zu How to Use und den Einsatzmöglichkeiten von Griff-Equipment. Wenn du einen Sport machst oder in deinem Krafttraining merkst, das Festhalten ist dein großer limitierender Faktor und dir rutscht etwas aus den Händen, würde ich dir empfehlen, beginne erstmal auf der Seite des Maximalkrafttrainings im Bereich von 1 bis maximal 5 Wiederholungen und dann kannst du verschiedene Tools dafür nutzen. Das bedeutet, beispielsweise könntest du anfangen, deinen Griff zu trainieren, indem du um eine Hantel einen Fat Grip machst und sie einfach nur hochhebst, hältst und wieder ablegst. Es gibt beispielsweise im Griffkraftsport auch die Inch-Dumbbells, die Zirkus-Dumbbells, die haben einen sehr dicken Griff und es ist ein Teil dieser Sportart. Wir zeigen hier in der B-Roll mal, wie einer der Athleten, die hier trainieren, so ein Ding hochhebt. Könnte man beispielsweise auch sagen, wenn du diese Hex-Dumbbells hast, um deinen Griff zu trainieren, dass du die in dieser Hex-Form hier greifst und so hochhebst und machst dann so schwer, dass du nur 1 bis 3 schaffst und trainierst damit deine Griff-Maximalkraft. Andere Tools, die du nutzen kannst, ist zum Beispiel der Pinch. Den Pinch greift man hier oben, das ist kein Technik-Tutorial, ist eher so oberflächlich und du hebst quasi dann mit einem Pin die Gewichte so, gibt es einarmig als auch beidarmig und das wäre so bestmöglich die Griff-Maximalkraft. Könntest du auch supplementieren, indem du sagst, du hebst einmal hoch und du hältst so lange, wie du es halten kannst. Das ist mein Take zu Griff-Maximalkraft, um als allererst erstmal steigern zu können, wie oft du etwas einmal festhalten kannst, denn dann ist es auch einfacher zu trainieren, wie du Dinge öfter festhältst. Also für die meisten, ich sag jetzt mal Muskelaufbau trainierenden Powerlifter oder Weightlifter, das wäre erstmal so meine Empfehlung zum Anfang, um dann rauszufinden, wie schnell kommt man da weiter oder was findet man noch so, wo man vielleicht schwach ist. Sind es die Finger? Ist es der Daumen? Ist es vielleicht die Handgelenksbeugung? Ist es die Ellbeugung? Wo liegt der limitierende Faktor? Das merkt man meistens erst, wenn man mal richtig austestet, was kann ich eigentlich. Und dann kommen wir zum zweiten Trainingsbereich, der jetzt nochmal interessant ist für die, wo Griff vielleicht nochmal anders relevant ist, wie zum Beispiel, wenn du gerne kletterst. Diese ganze Boulder-Geschichte oder auch im Strongman dieses Ausdauer-Ding, gerade auch so ein Crossfit-Ding, Griffkraft zu haben, nicht nur an der Hantel, sondern auch in anderen vielen verschiedenen Bewegungen. Ich kann auch einfach mal so droppen, dass man, wenn man im Training einfach mal anfängt, so Klimmzüge beispielsweise am Anfang des Trainings mal mit Fat-Grips zu machen, man schon einen anderen Reiz bekommt im Bereich Hände, Griffkraft, Unterarme und man kann das durchaus implementieren. Gerade mit Körpergewichtsübungen würde ich dann auch sagen, okay, mach einfach mal deine Pull-Ups mit Fat-Grips. Wenn du merkst, okay, beim Klettern möchte ich mich mehr halten, beim Workout habe ich irgendwie das Problem, dass die
dass die Hantel hier irgendwie rausrutscht und ich immer wieder nachgreifen muss, weil diese Kraftausdauerkomponente dann sehr dynamisch ist, weil wir immer wieder nachgreifen müssen. Und das ist ein bisschen anders, als würdest du beim Muskelaufbautraining den Griff die ganze Zeit starr halten oder beim Crossfit oder beim Strongman immer wieder Dinge greifen, weil das eine ist sehr viel mehr mit neuen Bewegungen verbunden, dieses Nachgreifen, was du auch hast, wenn du Wiederholungen nacheinander an einem Fat Grip zumindest ein bisschen imitieren möchtest, während in einem Griff festhalten in der Regel eigentlich dann ja nur ist beim Krafttraining, du hältst einmal fest und dann hältst du so lange fest, bis das Ding aus der Hand rutscht. Ne? Quasi, wenn du keine Zugriffe nutzen willst, das, was du machst so lange, bis du es einfach nicht mehr halten kannst, weil dein Griff der limitierende Faktor ist. Und dann der dritte Teil, und das ist für mich immer so der, der sich herausfordern will, wer einfach sagt, ich finde es besonders geil, alle Sachen mit Fat Grips zu machen, weil ich mich challengen will, ja, dann ist ja nicht dein Ziel, du möchtest irgendwie unbedingt super spezifisch besser werden daran, das zu benutzen, sondern du machst einfach, weil du Bock hast und es hat so ein bisschen diesen Crossfit-Charakter. Wir machen einfach mal irgendwas mit dem Zweck, irgendwas zu machen, und das ist für mich völlig akzeptabel ist. Wenn du sagst, ich habe einfach Bock drauf, irgendwie Dinge irgendwie hochzuheben und welche Struktur das gerade hat, ist mir nicht so wichtig, ja, dann mach halt Sachen. Dann mach sowas wie Plate Curls, dann mach Inch, dann hol dir die fettesten Fat Grips hier mit 70 mm Durchmesser und mach einfach und heb einfach hoch und schau, was du kannst. Und wenn du dann merkst, okay, ich möchte ganz spezifisch in einer Sache besser werden, kannst du dir immer noch überlegen, wie du Maximalkraft und Kraftausdauer genau darauf anwendest. Und als letztes würde ich gerne noch mal so ganz kurz was darüber sagen, wie man Fat Grips richtig benutzt, denn da liegt eine große Fehlerquelle, die ganz viele haben. Und zwar werden Fat Grips immer so benutzt, dass die Öffnung in der Handfläche liegt, damit, wenn wir beispielsweise Pull-Ups machen, wir nicht, wenn wir das andersrum haben, hier von der Stange irgendwann runtersäbeln und runterfallen, weil sich das hier öffnet, sondern die Öffnung von Fat Grips gehört immer in die Handinnenflächen. Ja, ich weiß, so Gym-Fade-Videos sind richtig cool, aber ich möchte dann halt doch nicht, dass sich Leute irgendwie wehtun, es sei denn, es wird gefühlt. Also nochmal eine kurze Zusammenfassung zum Thema Fat Grips. Punkt Nummer 1, du kannst sie dafür benutzen, dass du gerade beim Armtraining deinen Oberarm mehr spürst, weil du den Unterarm und Griffteil deiner Unterarmmuskulatur, die auch mit der Ellbeugung zu tun haben, die über dein Ellbogengelenk mit rübergehen, mehr belastest, und da die mehr vorbelastet sind, spürst du dann in der Ellbeugung deine Arme mehr. So wurden die Fat Grips am Ende bekannt. Du kannst sie nutzen, um deine Griffkraftausdauer zu verbessern mit allen möglichen Bewegungen, weil du den Griff dicker machst und dadurch natürlich die Griffkomponente anstrengender wird und eher zum limitierenden Faktor wird. Und du kannst sie auch nutzen, um Maximalkrafttraining zu machen. Das heißt, welche Griffdicke, bei welchem Gewicht, bei welcher Bewegung kannst du einmal hochheben und vielleicht sogar so lang wie möglich halten. Und da kannst du dich am Ende so austoben, wie du lustig bist, und du hast in allen Bereichen dann quasi Trainingsanpassungen, die immer dazu führen, dass du einen stärkeren Griff bekommst oder im Zweifel auch einen dickeren Unterarm mit Übertrag zu Sportarten wie Armwrestling, Griffkraft, Powerlifting, Gewichtheben, Bodybuilding-Training oder wo auch immer man das vielleicht im Strongman-Sport oder sonst sich nur überlegen kann, da kann ich das gebrauchen. Und ansonsten, was mich noch interessieren würde, hast du schon mal Fat Grips benutzt? Benutze Fat Grips, klatsch es mir gerne mal in die Kommentare. Und interessiert dich Griffkraftsport? Interessiert auf Garnicus Education jemand Grip Strength Sport und andere Sportarten? Vielleicht können wir da ja mal was organisieren. Und ansonsten war das mein Take zum Thema Fat Grips, Griffkraftsport und alles, was dazugehört. Ich freue mich immer über ein Like, über ein Abo und irgendwas in den Kommentarfeldern. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns hier bald wieder zu einer weiteren Episode von Garnicus Education.